Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Ich möchte noch einmal das Thema aufgreifen, das da heißt Beziehung der Kündigungsfristen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich habe es mal hier genannt, längere Kündigungsfristen. Ist es also erlaubt, dass der Arbeitgeber längere Kündigungsfristen hat als der Arbeitnehmer? Ist so eine Abweichung überhaupt erlaubt oder müssen nicht beide Kündigungsfristen gleich sein? Und das klären wir. Und wir klären es anhand der Rechts. Grundlage. Und Sie wissen schon, der Arbeitsvertrag, wir sind im Arbeitsrecht hier als Teil des Themas Recht. Und das Arbeitsrecht hat viel zu tun mit Arbeitsverträgen und Arbeitsverträge sind Dienstverträge und die grundlegenden Regelungen für Dienstverträge und spezifiziert auch für Arbeitsverträge finden wir im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, Lex Generalis. Und dazu gibt es dann Spezialgesetze wie Kündigungsschutzgesetz und so weiter. Wir finden die Kündigungsfristen geregelt im BGB im Wesentlichen. Und hier ist der Paragraph 622 relevant. Da ist die Rechtsgrundlage. Und dieser 622 erlaubt zunächst mal ausdrücklich eine Abweichung. Es ist erlaubt, dass die Kündigungsfristen von Arbeitgeber in Bezug auf den Arbeitnehmer und vom Arbeitnehmer in Bezug auf den Arbeitgeber voneinander abweichen. Also wenn der Arbeitgeber will, dass der Arbeitnehmer geht, eine andere Kündigungsfrist, als wenn der Arbeitnehmer erklärt, dass er gehen will. Die Abweichung ist erlaubt. Aber die Frage ist, wie darf diese Abweichung der Kündigungsfristen aussehen? Wie? Und da ist es erlaubt, der Arbeitgeber hat eine längere Kündigungsfrist als der Arbeitnehmer. Also, wenn der Arbeitgeber möchte, dass der Arbeitnehmer geht, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin kündigen will, ist zum Beispiel erlaubt, dass man in den Arbeitsvertrag reinschreibt, Kündigungsfrist. Für die arbeitgeberseitige Kündigung ein Jahr. Nur als Beispiel mal. Ja, ist erlaubt. Wenn dann gleichzeitig die Frist für die arbeitnehmerseitige Kündigung 6 Monate beträgt. Das ist ausdrücklich erlaubt im 622, ich glaube, es ist der Absatz 5 oder 6, der letzte Absatz da unten. Da ist das ausdrücklich erlaubt. Arbeitgeber hat eine längere Kündigungsfrist als der Arbeitnehmer. Und jetzt kommt das, was öfters verwirrt, wenn ich einfach sage, umgekehrt ist es nicht erlaubt, dann bringt das manche Leute in Verwirrung. Also geben wir noch mal ein konkretes Beispiel. Es ist nicht erlaubt, dass wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kündigen will, er 6 Monate Kündigungsfrist hat. Wenn aber auf der anderen Seite der Arbeitnehmer kündigen will, er ein Jahr Kündigungsfrist hat. Also umgekehrt wäre ja, der Arbeitgeber hat 6 Monate Kündigungsfrist, wenn er dem Arbeitnehmer kündigen will, und der Arbeitnehmer hat ein Jahr Kündigungsfrist, wenn er gehen möchte. Und dies hier ist ausdrücklich nicht erlaubt. Also die umgekehrte Konstellation, dass der Arbeitnehmer in meinem Zahlbeispiel ein Jahr Kündigungsfrist hat und der Arbeitgeber, wenn er dem Arbeitnehmer kündigen will, nur 6 Monate, ist ausdrücklich nicht erlaubt. Aber umgekehrt, wie hier beschrieben, ist ausdrücklich erlaubt. Ja, ich denke, dass klärt die Sache nun endgültig. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.